Oh Gott. Wo immer wir dahin müssen. Nach oben. Nee. Doch. Nee, nach unten. Okay. Wohin willst du denn? Nach unten müssen wir, glaube ich. Okay. Wäre zu Herort zurück, wenn ich wüsste, wo unten ist. Wie ein Ausgang ist. Ja, da oben ist der Ausgang, aber unten auf der Karte ist dann unten. Oh, der ehrwürdige Weg. Ehrwürdiger Herr Makelski. Sicher, sicher. Ja, mal, Herr Gott sei Dank, alle meine Minions sind noch da. Da flieg ich jetzt wieder raus, ne, ich bin sogar noch da. Sein Golem ist ja schon am Rennen. Ja, dann macht er. Ja. Wow. Jetzt tun wir die noch schneller pisten. Ah ja. Jetzt noch ein Eiskäfer. Zwei. Drei. Mal. Drei. Warum denn drei? Keine Ahnung. Oh, hier ist ein großer Löffel. Heilender Eiskoliath der Verachtung. Er ist tot. Au, 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 au. Ich glaube, die verachten dich auch. Na, schlechter Zeitpunkt mit einer Eiskatze herumzulaufen, wenn die Gegner alle aus Eis sind. Ja, ich habe einen Eisgolem. Ah, ich kann meine Katze schon wieder hochklemmen direkt. Man geht das schnell. Man kann ja, ich den Kollegen beschwören. Nee, gar nicht. Ich will ihn aber. Kann sein Skelett beschwören. Ich will ihn ganz unbedingt haben. Ich muss ihn unbedingt haben. David war der Mörder da. Ja. I see you have returned. Aber ich wurde aufgeregt, ey. Now it shall bear my final blessing. Das, weil die sich einfach nicht zurückhalten können, ey. Wir müssen alles immer so teasen, ey. Even the gods cannot observe what fate intends for us. Do not let it bind you. Farewell. Das sieht so komisch aus. Sein Golem stand genauso in den drin irgendwie. So merkwürdig aus. Was hat denn jetzt hier? Warum sind hier lauter Blumen? We must move on. Ja, weil der Gott hier gestorben ist. Hast du eigentlich gesehen? Ich war gerade, ich habe nicht mit ihm geredet. We'll travel west towards the sea. Lagon is there. Ich habe gerade einen Skill aufgelegt. Sea and storms. Er hat doch gerade ihren Abgang gemacht hier. Ja, das habe ich gesehen. Okay, jetzt müssen wir schon wieder da zurück. Herr Borea. Aurora Borealis? Yes. At this time of day, in this country, now. Yes. Okay. Laden für Ziergegenstände. Ah. Punkt erhalten. Nein. Was ist das überhaupt? Ist das ein Sensemann, der Uhren verkauft? Ja. Sieht so aus, ne? Ja, gehen wir nicht irgendwie so Punkte, weil wir in so einem diesen Event-Charakter hergestellt haben.
Wir hatten am Anfang irgendwie so Auswahl zwischen unendlich und irgendwie war nicht Epoche oder irgendwie so. Ja, oder wenn Diablo irgendwie so, dass du irgendwie weil nicht einen Charakter erstellst, dann musst du irgendwie Punkte sammeln. Ja, kannst ich, kannst du für so Eventsachen, so für jede Saison oder so irgendwie ausgeben. Ja, da wäre halt. Weiß ich nicht. Ja, ich sehe jedenfalls nichts davon. Ob irgendwie Punkte ja, ansammeln oder irgendwas freischalten oder so. Die Basischance auf kritische Treffer beträgt so und so viel Punkte. 5%. Wie viel habe ich? Kritische Treffer schon 12. Mein Gott. Mein Wolf, beruhig dich. Ich sehe ihn einfach nur nach unten zischen. Wow, Gott. Zugerannt. Der Hobbit hätte. Wir sind unbesiegbar. Ihr könnt uns gar nichts. Absolut gar nichts. Nicht jetzt und nie und nimmer. Ja, die Story ist ziemlich einfach. Wir haben keine Chance. Oh, sehen wir zwar an, das Hochlevel. Boom. Vogelkleidung. Jetzt kann ich endlich zu einem Vogel werden. Ja, auch wenn ihr brennt, wird uns das nicht, wird euch das nicht bringen. Die Herren der Wüste von ihren Schuppen gesegnete Sand ist über den Nachthimmel verstreut und bildet die Sterne. Anakins größter Erzfeind. So, schon wieder eine Stadt hier. Tiefhafen, Stufe 50. So. Jetzt hast du kein Problem mit Türen. Ja, weiß nicht. Bist du erkältet oder was? Nee. Du bist schon die ganze Zeit irgendwie am Husten, ne? Ich weiß, das ist mein Allergiehusten. Ach so. Das ist immer zu der Jahreszeit. Bei diesem Wetter? Ja. We have a problem. Reaching Thetima will prove more complicated than we thought. Raya's forces are here. It is too dangerous to take the river. But other routes will take weeks. Are you insane? You would be fighting alone. Ich bin niemals alleine. You did well with the Wengari. Then they're holed up in the pier. Bist du irre? Du wirst alleine kämpfen. Ich so, ne. No mercy. Autistic Mickey. Still dude. Cosmo. Okay. Wir sehen so trash aus mit unseren Klamotten. Ich weiß. Impossible. Also eine blöde Steinrüstung und so ein Holzschild.
Ich sehe aus wie so ein Schmuck, ja. Also, ich weiß nicht, was ich das jetzt noch sagen soll. Wen muss man hier töten, um etwas Drip zu bekommen? Was muss man hier looten, um das zu bekommen? Keine Ahnung. Was nehme ich denn als nächstes mit meinem Tiger irgendwann? Bei Treffen einen Blutung, wenn der unter einzelnen unterhält, dann trifft das immer kritisch. Bäh. Okay, weiter. Der brennende Kai. Aus dem Weg, UZK. UCK. Oh nein, Kai ist am Brennen, nein. Nein. Warte, ich hole die Blitze. Wir machen Feuer aus, ne? Ja. Dungeon Schlüssel kann als Belohnung in Arena durchlaufen, von Rang 4 geht. Okay, eine Arena haben wir. Nur, wie wir da hinkommen. Oh, die Typen wieder. Ja, macht das schon, Leute. Oh mein Gott, für Schwitter hatte der denn? Das sah aus wie eine Truhe. Oh. Alright, yeah. Oh. Bärenartige Vogelkleidung, was zum. Was soll man denn da unterstehen? Das ist ein Bär, der fliegen kann. Bär, der sich als Vogel ja, verkleidet. Hat ein Verhältnis mit einem Vogel, was weiß ich. Das ist ein Bär, statt ein Maul hat er einen Schnabel. Ja, das ist zufrieden. Das ist Mann, Bär, Vogel, Schwein, ja. Delfin. Warum ist denn da Schwein drin? Weiß ich auch nicht. Boah. Nur der Golem, die auf Raptors reiten und mit Krähen nach Vögeln werfen. Ja, Golem, die auf Dinos reiten und mit Krähen nach Menschen werfen. Oh, Geld, 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 Geld. Truhe. Das ist ein Jahr, das wieder irgendwie eine Fresse ist. Ich hab Geld gefunden. Wo finde ich immer Geld? Yeah! Ja, Gott, sind die Leute fröhlich hier. Ja. Yeah. Was am Boss? Nicht mehr. Ja, ich glaube, den müssen wir auch erledigen. Hier sind so viele Truhen, mit denen man nicht interagieren kann. Dann ist Albtraum. Irgendwie aus, wenn der australisch oder so. Was? Ja, ja, die klingen irgendwie australisch. Ja, ja, Mate. Weil die nur am Schreien sind oder? Was? Was ist hier wieder oh, ja. Ich glaube nicht, du weißt, wie sich Australier anhören. Nein. Die reden nicht nur über Koalas. So, oh. Oh yeah, mate, what you looking at my cheek, bro? Klar.
Okay. Ne, du kannst auch schon mal weitergehen. Ich bin ja am Skillen. Ich auch, ich will auch. Nur versorgt zusätzlichen Kelcher mit Zaubern und Nahkampfangriffen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll mit dem Tiger. Ich habe den jetzt eingefroren. Weiß nicht, was ich noch mit dem machen soll. Säbelzahntiger schwingen. Ich sehe gar nicht, wie der am Springen ist. Drehen wir. Der springt halt nur, wenn er sich freut. Feuerstrafen zu schießen, du blöde Motte. Was? Wir tun die ganze Zeit so Feuerstein auf uns schießen. Also ich dachte, du willst mit einer Motte in den Hühnern dann. Ja, da wäre ja noch schlimmer. Feuern speinenden Motten, ne? I can't believe you done that. I can't believe you done this. So. Kommandant Zunderus, er ist tot. Hat sich ausgezundert. Warum sind die Sachen, die ich schon vor Stunden eingesammelt habe, immer noch besser, als was ich jetzt hier finde? Ich will überhaupt keine neuen Sachen finden, ganz ehrlich, wenn ich frage. Ich finde vielleicht was mit besserer Rüstung, aber die Fähigkeiten sind beschissen. Da kriege ich viel zu viele Minus. Ja. Genau dafür ist das Schmieden, nämlich da, ne? Dann... Ah! Wir sind doch gerade hier von mir gekommen, ey. Sind die Gegner schon wieder da? Das sieht so eklig aus, die Knochen, die ich hier schieße, da so viel. Zeig mal. Sorry. Machen wir in so einem Bogen? Ich weiß nicht, das ist eklig. Ich glaube, das sind meine Finger, die ich, meine Fingerknochen, die da abschließen. Das sieht jedenfalls so aus, ey. Ein bisschen Kimimaro aus Naruto, oder was? Schießt du irgendwie so deine Fingerknochen auf Gegner? Ja. Hey, Sendan! So. Zubaki no Mai. Der wusste sogar, der Dani, der weiß überhaupt, wovon ich rede. Also, wie oft ich den Kampf hier zwischen den und Drunken Rock Lee mir angeschaut habe. Ja, das ist sehr gut, ja. Der Kimi Mago war schon okay, ey. Ja. Ah, er musste genervt werden. Hat genervt? Ja, er musste genervt werden, er war doch krank. Ja, er war krank, dann. Genau wie Whitebeard und die Taschen. Ja. Faule Ausrede. Ich weiß, der Daniel mag das nicht. Sind wir jetzt schon wieder in der Stadt? Ja. Can I help you? Du kannst mir helfen. Sag schon, wenn du soweit bist, dann brechen wir gehen müssten auf. So, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich da drücke, ob ich hier weggehe. Deswegen warte ich mal, da bist du ja schon. Ich bin soweit. Bruh. Geh nach Westen. Hier, das ist aber Süden. Wir gehen nach Süden gerade.
Nein, das Spiel kennt sich wohl besser damit aus. Ja. Das Spiel weiß, wovon er redet. Das sieht aus wie Herr der Ringe. Ja. Da müssen wir den Ring reinwerfen. Ins Wasser? Ja. Okay. Mit der nass wird. Okay, das dauert schon wieder so lange. Na, oh, cool. Oh, ich bin da. Dein Golem ist schon am Ausrasten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich bin hier. Okay, warum haben die Gegner hier alle Lebensbalken? Haben die keinen Lebensbalken? Die haben Lebensbalken, aber die sind freundlich. Macht mich irgendwie nervös. Ja, je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, machen wir uns ja alle zum Feind oder so. Bin den da. Bombe, Bombe. So. Immer noch weiter da rein, tun da weiter Haus bauen. Eigentlich müssen wir ja nur eine Menge passive Fähigkeiten bekommen. Weil die ganz letzten, die kannst du ja auch noch bis zu Level 10 oder so hochleveln. Das heißt, in den kannst du ja auch noch eine Menge reinpacken. Ja. Müssen wir eigentlich noch eine Menge bekommen. Oh. Was, Glumanda? Wo bist du denn schon wieder rein? Okay. Im Gegner ist Glumanda, glaube ich. Dann komm ich mir deine Tiere entgegengerannt, wird. Hast du die irgendwo hingeschickt? Nee. Ja, so, ich kann mir gerade entgegengerannt. Weiß ich auch nicht. Irgendwie kam da nicht so eine so ein Bling Bling so. Stufe 51. Hahaha. Jetzt habe ich eigentlich mal genug Mana, um irgendwie ja meine Sachen ja alle zu spammen, wie blöd. Ja, das gefällt ja nicht. Habe ich immer einen Skill benutzt, aber irgendwie weiß nicht, dann konnte ich schon wieder nichts benutzen. Ne? Ich spam die ganze Zeit. Ey. Das kostet doch nicht mein Mana, das kostet nur mein Leben. Das ist das Leben eines Nekromanters. Ja, irgendwie schon. Was hast du noch für Auswahl als Klasse? Lich, glaube ich, ne? Lich, warte mal, wie ist denn der andere? Und Hexenmeisterin. Ah, okay. So, das ist so leere. Wie heißt das Element immer? Leere, ja. Nekrotisch oder irgendwie so. Ja, nekrotisch, ja. So. Gulamanda. Ding als Glumanda. Ja, das sieht auch so aus, ne? Das große Ding da mit den Ohren. Ja, das sieht aus, die Glumanda bis wie aus dem Gesicht geschnitten. Ah, oh, nein! Was? Nein! No, hey, no. Gottes getroffen. Interagieren. Kannst du dann was machen? Nicht, meine Tiere sind gerade im Weg. Geht mal weg, Leute. Interagieren, ne, passiert nichts. Das ist halt nur dieses Rechtsklick zu so interagieren, so weil nicht Geschenk geben oder irgendwie so was. Nehme ich, ich will kein Geschenk, ich bin tot. Ja, nimm diesen Ring. Er gibt dir mehr Giftwiderstand. Solange der Ring mich nicht wiederbelebt, kannst du dir den sonst wohin stecken. So, wo hab ich die denn? Ja, ich habe so eine Miraculix-Sense. Mit der mal Kräuter sammelt hier. Ich habe jetzt irgendwie an Spaghetti gedacht, ich weiß nicht wieso, ey. Ja, dieses Licht ist hier, ja, ich wurde von der Strafe Gottes getroffen, ey. Ich hab von oben, ey. Das ist ja.
bin ich jetzt im Pentagon am Boden und dann kommt so ein Lichtangriff von oben her. Ja, klassischer Necromancer. Anfällig gegen Licht. Ja, jetzt mache ich auch nie das Licht an, wenn ich im Raum gehe. Schon wieder ein Eiskäfer. Oh Gott. Ja, war eine Feuerexplosion. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, schon wieder eine Sackgasse. Bam, 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 bam. Also die Karte in diesem Spiel verwirrt mich so sehr. Mich nicht. Ich sag das immer irgendwie voll. So, wir müssen nach oben links gehen. So, geht mal hier nach oben rechts, dann kommt ihr irgendwann oben links dahin. Ey. Ich tu dann immer in die Irre führen, irgendwie habe ich das Gefühl. Oh Gott. Er ist tot. Da ist die Lanze einfach vom Himmel geflogen. Explodiert bei Tod, okay, habe ich gerade gelesen. Was? Stand da gerade, der eine hatte die Fähigkeit explodiert bei Tod. Das ist ein Gimmick. Das kennen wir doch aus Diablo, ey. Ja, wie geht's dort? Ja, ja, ich explodiere, wenn ich sterbe, ne? Das ist mein Ding. Oh Gott. Mein Gott. Jedes Mal, wenn ich so eine Brücke komme. Ah! Leider wurde es auch getroffen. Nein. Ja, das ist, weil ich die ganze Zeit low level, low health bin. Ja, bei mir hat das auch Schaden gemacht, wie blöd. Ja, ich bin die ganze Zeit low health, weil ich die ganze Zeit mit meinem Gegner am Rumballern bin. Und wie kommen hier jetzt schon wieder Gegner entgegen? Lass mich dann ruhig, ich will ihn down. Die schmeißen die Lanzen immer voll in die Luft. Ich die erledige. Warte mal, da bist du. Ich bin dann... Ah, ich bin schon wieder tot. Nein, was ist los? Vielleicht ist dieser Knochensperr ein bisschen gefährlich. Der Knochensperr, was auch immer du hast, was das ist. Da bist du ja wieder. Ein giftiger Nomadengürtel. Charge, okay. Was ist das? Oh, wir haben wieder so einen verbannten Magier hier. Oh. Oh Leute, geht weg. So. Lass mal den plätten. So. Bitte, ich soll nicht neben mir, Kollege. Oh Gott, oh Gott. Gott. Ja, schon wieder experimentelles. Wie viele Experimente müssen wir noch vollziehen? Warte mal, ja, das ist genau gleich, was ich schon hab, nur mit besseren Effekten. Dienerschaden, ne? Physischer Widerstand, mit Anfangszeit, Erholungsgeschwindigkeit, Perien pro Sekunde.
Ja, was will ich lieber? Mehr Diener-Schaden oder mehr Blitzschaden? Ich glaube mehr Diener-Schaden, weil ich mehr Diener habe. So ein kleiner Skorpion geht auf den los. Mein Gott, den schnapp ich mir. Das ist ein Glomanda wieder da oben. Ja. Das ist auch nicht schlecht, weil ich mit meinen Knochen spielt, da kann ich die ganze Zeit meinen Geist mit abtriggern. Was kannst du mit dem machen? Dann kann ich meinen Geist triggern. Der kommt ja nur, wenn ich unter weniger als die Hälfte der Gesundheit habe. Ach so, okay. Ich habe mich schon gefragt, warum der nur manchmal da ist. Ich will mit dem Angriff die ganze Zeit unter die Hälfte bringen hier. Ich hab schon gefragt, irgendwie, der ist irgendwie nur ab und zu da. Ja, ja, der ist nur dann oh. Ganz Zeit, Giant Enemy Crab. Der hat auch nur eine begrenzte Zeit, bis er wieder verschwindet, aber also je mehr, desto besser, ne? Ja. Er hat zwei Sensen in der Hand, der. Puh, was nehme ich denn hier? Angriffstempo. Naja, hier wollte ich hin, ne? Ja. Ich wünsche, man könnte sich irgendwie so markieren. So, da will ich als nächstes hin. Oder so. Ja. Ja, das Problem hatte ich bei Diablo auch immer mit dem Brett. Ja. So, oh Gott, wo habe ich denn letztes Mal einen Punkt reingepackt? Wo muss ich da jetzt wieder hin? Du hättest ja in deinen Part reingucken können. Ja. Ja. Ich gucke noch nicht meinen eigenen Bücher sein, hallo? Deshalb sind die so schlecht. Also. Ne? Da guckt sich dann mein Video aus an. Wer ist denn so verrückt? Ja, niemand. Niemand, der das ständig kommentiert, ey, Alter. Wir alle. Ja, wir alle. Wir alle sind ich. Ja, ich bin du. Ich bin jung und du bist alt. Ich bin noch warm, du nein, bist der NPC kämpft gegen Gegner. Meine Tiere haben den gerettet, er ist fast tot. Wer? So ein NPC, warte, ich heile dich, Kollege. Ja, ich heile dich. Ich kann ihn sogar heilen. Was ist denn für eine lahme Heilung? Du sollst mich heilen, heil mich gefällt. Ich kann dich nicht heilen. Wieso kannst du denn einen NPC heilen? Was soll der Scheiß? Oder kann ich dich heilen? Kann ich dich heilen? Ich habe es letztens mal versucht. Ich glaube, das ging nicht. Ne. Ne. Geht nicht. Ne, geht nicht. Ich kann ihn heilen. Ausgezeichnet. Oh ne, jetzt habe ich meine Rahmen hier rausgenommen. Oh Gott sei Dank. Leertstraße. Wow. Sie regnen vom Himmel auf uns hinein. Das leuchtet wie Gold oder Orange oder nicht. Nein, ich hoffe nicht. Ey, meine Ausrüstung ist bestimmt viel beschissener als deine. Kann ich jetzt schon sagen. Wow. Danke für eine Explosion. Da kommt was, Daniel, pass auf. Oh, Hinterhalt von hinten. Oh Gott, Feuer! Ah. Ich wollte gerade ein Ausweichmanöver machen wie ein Diablo, das geht ja hier gar nicht, ey. Oh Gott, Feuer, pass auf, hier ist mal Feuer. Der Boss schon tot? Nein, der war am Boss. Hast du das riesige Vieh nicht gesehen? Das war gigantisch. Nee.
Ich habe ja unten nicht weiter. Riesigen Flammenstrahl abgefeuert, ey. Ja, eine Explosion habe ich gesehen, aber ich war ja unten irgendwo. Alter, das Vieh war riesig, das war größer als mein Golem hier. Was ist das denn? Die Ladies mit dem, weiß ich nicht, für die Fetischtypen oder was? Yes. Oh, Dr. Octorok. I see you helped clear out the rabble down here. I thank you for your effort. Oh, okay. Okay, kann ich das eben so gut tun? Ich werde es tun. Ich hab's getan. Warte mal, irgendwann ist hier noch hier. Ein riesiger Gegner, Daniel, der war... Der war riesig. Hab ich gar nicht mitbekommen. Der hat riesige Flammen hier auf uns abge... oder auf mich jedenfalls. Keine Ahnung, ich war hier, hab gegen die Hinterhalttruppen gekämpft. Ja toll, dass du dich mit dem Riffraff da rumärgerst. Wir haben uns überrannt, von hinten. Ich muss was dagegen tun. Hervorragend, ey. Du hast dafür gesorgt, dass die Allianz heute noch steht. Ganz toll. Also nein, ich bin nicht da reingegangen, ach so, den. Ja, ich bin nach rechts gegangen, da war so ein Turm mit einer Quest. Ich habe die Töpfe mit meinem Blitzen kaputt gemacht. Bist du durch das Portal da gegangen? Ja, du kannst dich auch einfach zu mir teleportieren, falls das funktioniert. Ja. Nein. Wie das Turm oder was? Ja. Ja. Dreht eure Runden, Leute. Dreht. Der will Vollkontakt mit dir machen, Daniel. Oh, bist du da? Ja, ich bin hier. Aber, ich weiß auch nicht, du stehst bei mir schon manchmal, bevor also, du überhaupt okay. Da bist. Was ist das hier? Mein Gott, hier ist noch ein Ding, echt jetzt. Oh. Und hier ist noch eins. Oh, crikey. Okay, die Gegner halten mal aus, was? Ich weiß auch, weil ich allein bin. Ich würde sagen, yeah. Ja, jetzt habe ich doch eingesammelt. Okay. Meine Güte. Alter! Was? Weiß ich, ist gerade echt schön verpackt. Ich will da die ganze Zeit da unten in der. Was ist das? Was ist der Luft zum Teufel? Ich will da unten irgendwelche, wie heißen die Dinger, die Kerne da einsammeln. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, geht ja die Treppe rauf. Ich lasse es lieber, ey. Das war gerade wieder merkwürdig. Man muss ja noch ein Cardio holen, ne? Ein tägliches. Wow, wer bist du? Das ist ein Pontifex. Ah! Jetzt mal die Bücher hier. Ja, der hält was aus. Ja, ja, Licht. Verstärkung! Nein, mein Rabe stirbt gleich. Oh, ich habe mit meinem Schild abgehört. Geil. Nein, gib mich auf, mein Rabe. So ein Rabe oder eine Krähe? Das haben wir noch nie irgendwie. Habe ich festgestellt. Ich habe immer erst Krähe gesagt, aber niemand ist erst eine Krähe. So. Der Boss ist tot, verpiss dich.
aber nichts hinterlassen, Mann. Boah. Okay. Sag mal zurück. Den ganzen Weg nach unten. Nehme ich mal an. Ja, da wo wir hin müssen. Ist das? Gehen wir wieder runter? Ja. Besudelter Spitzhammer. Okay, du musst nicht irgendwie was drücken, wenn du runtergehen willst. Oder nicht? Ich schon, ich muss mal die Nadelwand. Das ist gerade extrem verwöhnt bei mir. Ich drück, manchmal muss ich A drücken, manchmal nicht. Manchmal geht er von alleine runter. Und wenn ich mich dann vorbewege, geht er wieder rauf. Hier. Ja. Das ist mir schon oft passiert. Leert Strahl scharfes S E. Ja, das ist irgendwie so kleiner scharfes S E. Ja. So, wir sind aber Gegner. Wir haben doch gerade hier alles erledigt. Gott, ob man voraus, Leute. Oh, wenn ich dann nochmal aufrüste, habe ich 100% Rüstungsschaden. Was? Ja, dann habe ich, habe eine Chance, eine Rüstung der Gegner zu brechen mit meinen Knochensplittern. Das ist auch krass. Wenn, wenn die Rüstung gebrochen ist, nehmen die mehr Schaden, die Gegner. Ah, ja. Und wenn ich dann nochmal aufrüste, ich habe jetzt eine 80%ige Chance, wenn ich dann nochmal aufrüste, habe ich 100%. Also dann breche ich praktisch immer die Rüstung an. Ja, das ist auch cool. Die tauchen immer wieder neu auf. Oh, ich habe keine Ahnung, wo du lang gegangen bist. Dann. Okay, da bist du. Ey, der Typ taucht hier immer wieder neu auf. Ich habe die ganze Zeit hier hin und her. Die tun die ganze Zeit respawnen. Jetzt nicht mehr. Ich glaub, da ist ab. Jetzt hier oben wieder. Ja, die können wir ja farmen. Da. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, da sitze. Jetzt wieder er, ja. Ich lasse einfach den PC und stehe mit meinen Tieren für ein paar Stunden. Dann tun die automatisch farmen. Ja, irgendwie schon. So. Kommt der hier runter? Nein, wir haben den MC getötet, glaube ich. Keine Angst, von denen gibt es noch mehr. Zerreißendes Bald Großschwert des Ruhms. Ja, die sind wir schon tot, bevor die Fähigkeit einsetzen kann. So läuft schon hier seit Stunden ab. Eine Metallbiene oder beim Boss? Ja, ich merkte früher. Cool,
Ah, hier ist der Krabbe. Sie ist tot. Das ist eine große Krabbe. Giant Enemy Crab. Der Gegner irgendwo hingeschissen? Was? Die Krabben sind einfach im Boden verschwunden. Ja, das ist bei Helldivers auch so, dass die manchmal die Leichen im Boden einfach verschwinden. Die werden einfach eingesaugt von der Erde. Ja, das macht auch Sinn, das ist ein bisschen zu schwer, das alles zu rendern, weißt du, die ganzen Leichen. Das soll ich so einfach auflösen. Panzerhund. Nein, das ist der Krabbe. Ich bin einfach sicher, dass ein Hund ist, der ein Krabbenkostüm kriegt. Oh, schon wieder eine Sackgasse mit nichts. Nein, dann ist hier immer die Landschaft, oder? Ja, schau dir mal die Grafik an, ne? Also mal Lust auf einen kleinen Grafik. Boah. Okay, jetzt switch ich auf Englisch, das will ich sehen. Ja. Ja, ich verstehe kein Wort. Was? Was war denn jetzt? Habe ich mir da diesen eingebildet? War da gerade ein Stern? Was? Ich glaube, über meine Ähnlichkeit war gerade ein Stern. Ne, okay, schon gut. Ich ist jetzt auch eine Sterne. Oder? Nee, da war so ein oranger Stern ey, über meinem Fähigkeiten-Symbol. Ich glaube, das lag aber auf dem Boden, nicht über dem. Okay. Ich glaube, er wird jetzt wahnsinnig. Ja, das auch. Oh, Leah. I'm glad you are safe. Were you able to meet Leah? I see. Even now, Raya's victims are burning to ash. We did she? If we find a ship willing to take you, perhaps you can. That would not be wise. Liath's been known to be tense. Though I see her as a friend, she will consider me as a threat. Finde die Überfahrt zur Insel der Stürme. Gods be with you. Dann gehe ich mal. Hier ist noch eine Quest, eine blaue. Ja, ich weiß, hier sind eine Menge. Ja. Eine blaue Quest von. Gut, be with you. Warum muss ich jetzt mit irgendwelchen Leuten quatschen? Diese goldene Quest die ganze Zeit, die mich zwingt, mit Leuten zu reden. Na, ja, ich habe da unten eine blaue bekommen dafür. Wir bauen ein Schiff. Ich glaube, ich habe den Putzi gefunden. Jetzt, Captain, warum heißen die denn alle Harton? Ja, die ist nicht so. Hieß nicht Boss so? Einige der Feinde hießen auch Harton, Admiral Harton, der hier ist Captain Harton. Der Typ sieht einfach nur aus wie so ein Typ. Farewell. Was soll denn das heißen? Ja, das sieht so generic aus irgendwie. Lagan's been stirred. I've made my prayers. Are you ready to head out? Aber hier unten war ein Quest, blaue. Just say so. Oh. Cutscene. Nein, boah. Komm, ich will auch. Ich will auch die Cutscene sehen. Ja, M, der Reisende, F, die Reisende. The ship is secure. Should reach the pier in no time. The Gaunt's Temple, a beacon of light. Careful. Ist das Fluch der Karibik? The Isle of Storms, complete with its capricious guard. Ja, das ist Cthulhu. Das ist mein Nachbar Cthulhu. Mein Golem, die aufgeregt der immer ist, ey. Ich will ja eigentlich hin zum Teufel, ey. Na, ich nehme an, wir machen die Hauptstory ein bisschen weiter, ne? Schon mal hier sind.
Oh, ihr seid Wassergegner, oh, ihr seid sowas von tot. Ich kann euch einfrieren, ich kann euch elektrisieren. Nimm das, du Krebstiger. Krebschor. Das ist nett gemacht. Das ist ein brackiger guter Mann da. Ne. Wir sind mittendrin in der Action. Aua! Aua! Ja, ich hab geschossen mit Wasser. Ah, weiter hier mit. So viel 52, aua. Yeah. Aua, so viel Schaden. Ja, ich bin mir auch viel Schaden. Was ist das hier? Ist wieder so eine Truhe, die letztes Mal gebackt war. Bei dir. Ja, ja. Toll. Ich glaube, das war nicht nur die Truhe. Ich konnte ja auch keine anderen Gegenstände, lagen überall Gegenstände, und die konnte ich alle nicht aufheben hier. Weiß nicht, warum da so ein Story, so ein Hauptstory-Symbol drüber ist, aber. Was ist das denn? Also, ja, ich bin Boss. Die alle einfach nicht an den Golem vorbeikommen, so was. Na, willst du die Truhe nicht öffnen, ja? Warte, wo ist die denn? Na, oben. Mach die mal auf. Navigator Way Cage geöffnet. Okay, oder nicht? Ja, irgendwie nichts Gutes, ganz ehrlich. Ich habe eine lilane Waffe bekommen. Irgendwie habe ich noch nie eine lilane Waffe. Doch, ich habe eine. Ja, cool, das ist doch gut. Ja, ich will meine nicht ersetzen, weil ich dann einen Fähigkeitspunkt für alles bekomme. Verliere. Don't think about it too much, too much. Na, ja, das macht Spaß, in solche Worten reinzuballen. Ah, was war das? Das hätte mich ein Teppichroller überfahren hier. Nur das Wasser. Ja, aber jetzt muss ja weg. Ich bin nicht tot. Nein. Ja, wie machst du da immer die Brücken runter mit A? Einfach drücken, ja. Mach ich doch einfach auf den Hebel, ja. Interagiert. Hallo. So. Ich weiß nicht, ob das eine hier so eine Mission ist. Ja. Ich habe eine Mission hier von den einen Typen angenommen am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr die ja, hast. Ich hab so eine blaue Mission. Was musst du denn machen? Weiß nicht. Ich habe Panzerjäger und Jagdturm. Ja, habe ich auch. Beide. Insel der Stürmer habe ich einen Panzerjäger. Ja, und dann habe ich noch Jagdturm. Okay. Habe ich die vergessen abzugeben? Ich hab mit allen da geredet irgendwie. Ja, am Anfang. Ja. Ja. Ich werde schon konzentrieren.
mein Gott, wie viele Gegner sind hier? So. Oh, meine Fertigkeiten hochgelevelt. Geht weg, ich will mal gucken. Ich bin 5 Minuten. Wenn der Part zu Ende ist. So. Weiß nicht, was wir ja noch machen müssen, ne? So, Korallenteiche. Machen wir mal, was auch immer hier noch ist. Okay. Vielleicht kämpfen wir gegen ihn, ja. Ich habe jetzt noch nicht geht. Da ist noch ein kleiner Miniboss. Wir kämpfen gegen einer seiner Tentakel. Ja. Oh, Leute, regt euch mal ab. Rennt doch nicht so schnell. Hier sind Geister, wohl. Ich sehe einfach nur, wie eine Welle da vorbeizieht, weil du da unten kämpfst. Wer kämpft? Du kämpfst da unten gegen irgendwas. Ich habe eine Welle da gesehen, die mir entgegengekommen ist. Ja. Ich hab mal jetzt hier irgendwo. Oh. Den Pilz muss sofort entfernt werden. Warte mal hier. Hm? Hat euch Melvin geschickt. Oh, jetzt müssen wir noch Zutaten suchen, ne? Farewell. Sammel Krabben. Krabben-Eier, okay. Was soll ich sagen? Was sind die? In den Korallen. Die Dinger. Ich hab schon überall gesehen. Hitchhounds, was? Diese Eier, Eier. Also 3 Stück. Gib. Da kommt eine riesen Krabbe auf mich zu. Oh mein Gott! Ich hab 5 oder 8 oder so. So, irgendwie kann ich die nicht weiter einsammeln. Hier sind noch 2 Stück. Aber die Dinger, die halten ganz. Ich kann die nicht einsammeln. Da sind doch 2. Okay, na, ich guck mir das mal. Oh, jetzt habe ich 3 Speerträger, ja. Gott, oh Gott. Meine Armee ist nur so gut wie noch nie zuvor, ne? Da, einer deiner Tiere ist tot. Ja. Kann noch mal passieren. Davon gibt es noch neue. Oh mein Gott, meine Armee hat noch nie zuvor eine Größen erreicht. So, ich brauche noch 2 Dinger. Da ist ein Krebs. Er ist tot. Da haben wir Krebs gesorgt. Hier sind Eier. Jetzt haben wir 7 von uns. Ja, teilen wir uns das. Sind noch 1. Boom. Na, jetzt müssen wir zu dem Händler. So, was ist das denn? Was war denn? Das ist ein roter Stern auf der Karte. Bei mir nicht. Na, da unten siehst du das nicht? Hier ist nichts rot. Na, ist was gedroppt oder was? Ja, kann sein. Schüssel zur Seelenfeuer. Was? Wir machen einen Dungeon-Schlüssel. Du kriegst die ganze Zeit die Schlüssel, ich krieg gar nichts weg. Warum nicht?
Ich hatte heute die Chance, einen zu kriegen, aber dann hier schon wieder ein Ei. Ah. Ich will nur Level 53 erreichen. Ich kann Ei einsammeln, ob wir ja schon alle haben. Ja. Wow, stirbt. Oh nein, er hat eine hohe Crit-Chance, er ist tot. Stufe 53, ja. Yeah. Ich auch noch auf 53. Ja, mach ich auch noch. Oh, zwei Riesenkampf. Den Tod. 53. Yay. Meine Güte, ey. Was war mal 38 heute? Am Anfang. Ja, so irgendwie da war 34 oder nicht. So, wir haben deine Eier. Na gut. Ich muss auch noch 10 zurück. Wo ist das? Aber wir sind ja vollkommen woanders gerade. Auf der Karte. Gut, dann streue ich mal neue Belohnung ein. Ich kann jeden einzelnen Skill ja hochleveln. Ja, ich auch. Noch ein Möchtiger. Gods be with you. Ich habe zu danken. Good boy. Da müssen wir irgendwo noch Bücher abgeben. Liats Turm. Was hat er auch schon abgegeben? Liats Turm, irgendwie die Quest heißt so. May I help you? Bin auf dem Weg. Farewell. Ja, ich hatte eine Quest, die ich abgeben konnte. Wo denn? Ja, hier, wo ich gerade stehe. Nö, bei mir ist ja nichts. Da. Mit also dem habe ich schon geredet. Ja, das ist schon abgegeben, ne? Ja. Gut. So, mehr Tausch am Buchstabe. Dann nehmen wir das. Ich weiß nicht, was ich sonst nehmen soll hier. Das, mein Raptor nimmt. Ich mit meinen Skorpion. War ich ein Skorpion ist größer. Hm. Na, kann ich jetzt leider nicht überprüfen. Ich gehe mal irgendwo raus kurz. Ich will sehen, wie mein Skorpion größer wird. Muss mal kurz irgendwo hin, wo ich Gegner. Wo ich Minions spawnen kann. Wir sehen, wie er wächst. Ich will ihn in die Augen schauen, während er sich vergrößert.
Ja, jetzt kann ich mehr Skelette beschwören. Ja, sehr hart. So, er ist jetzt ungefähr so groß. Okay, ja, da schon merklich größer, ein bisschen. Na gut. Gut. Yay. Wolf beschwören, Raptor beschwören, Skorpion beschwören. Fähigkeit auf Feinde zu kreischen und nicht ihre viel Widerstand gebrochen wird. Kreischen hat einen Abgangszeit von 10 Sekunden. Das kann ich da auch nehmen. Aber das hier will ich nicht haben.